So, jetzt sind wir hier bei unserem ersten Interview auf der Yacht mit dem Herr Ivanov von der Crossman Group. Morgen. Moin. Es freut mich sehr, dass wir hier herzlich willkommen, wurden auf bei der Crossman Group, ja. Das ist tatsächlich die erste Yacht, auf der ich in meinem Leben bin, muss ich Ihnen jetzt einfach mal ganz ehrlich sagen. Das freut mich sehr. Fühlt sich gut an, ja. Was machen Sie eigentlich so genau für Entwicklungsgeschäfte? Sie sind Projektentwickler, machen größere Deals? Vielleicht einfach drei Sätze über Crossman Group. Ja. Crossman Group gibt es seit fast 30 Jahren. Wir haben angefangen als Architekten, als normales Architekturbüro. Sie sehen hier die Projekte, die wir bis jetzt gebaut haben. Die haben wir alle ausgeschnitten und hier auf dieser Karte zusammengestellt. Und da haben wir gestartet als Dienstleister Architektur, Architekt. Und wir haben... Sieht gut aus auf jeden Fall da, was Sie da... Ja, wir suchen immer die passende Lösung für das passende Grundstück. Und das haben wir sehr erfolgreich gemacht für viele Firmen. Wir hatten sogar Dependance in Sofia und Abu Dhabi gehabt. Mhm. Und dort, hier sieht man die Hochhäuser, zum Beispiel Crystal Tower. Das ist ein Projekt für Abu Dhabi. Das sind auch zwei Hotels, die wir von dort geplant haben. Und die restlichen Projekte, die man sieht, die sind gebaut hier in Deutschland. Und das, wir haben gestartet mit Architektur. Da haben wir einfach unser Know-how gelernt. Und seit 2005 machen wir Projektentwicklungen. Solche okay. Projektentwicklungen, aber nicht auf der grünen Wiese, sondern wir entwickeln in der Regel unkonventionelle Grundstücke oder Areale. In der Regel sind das Grundstücke, die brach liegen, mhm. Und die richtig schwierig sind zu entwickeln. Sie sehr lange auf dem Markt sind und bis jetzt keine Lösung gefunden worden ist. Und das war die erste Flächenentwicklung, die wir gemacht haben. Das ja. ist eine alte Mühle und ein Sägewerk. Gut, sieht man auch, die Zeiten haben sich geändert. Damals habe ich es ausgesehen. Ja. Wann war das eigentlich? 2005? 2005, das war. Interessant ist natürlich, so ein Gebäude in diesem Zustand zu kaufen, das ist schon eine Herausforderung. Ja. Aber da denkt man ja schon fast an Abriss als Laie. Ja. Aber wenn Sie das Gebäude abreißen, da dürfen Sie nie mehr Wasser bauen. Ja. Und es gibt Gesetze, die sagen, man braucht 5 Meter Abstand vom Wasser. Und das Gebäude ist hier übers Wasser gebaut. Wir haben im Wohnzimmer mhm. Glasboden und man kann im Wohnzimmer sehen, wie das Wasser läuft. Ja. Und sowas funktioniert nur im Bestandsgebäude. Mhm. Das ist eine spannende Geschichte. Das ist ein Gefängnis, was wir umgebaut haben als Hotel. Und das alles mit Denkmalschutz. Das war eine okay. richtig spannende Geschichte, spannende wie, Aufgabe. Wie kommt man an solche Objekte ran? Wie akquirieren Sie die jetzt? Das funktioniert mittlerweile so, dass die Politiker bzw. dass die Bürgermeister auf uns zukommen und sagen, wir haben eine Problemimmobilie. Ihr macht seit 15 Jahren erfolgreich, entwickelt Problemimmobilie, ich habe auch ein Problem. Wäre das für dich hier? Und das war das erste Gespräch und wir haben ein Konzept vorgelegt. Dann haben wir nochmal auch mit der Stadt über Denkmal und über Baurecht verhandelt. Wir haben gesagt, was wir wollten. Nicht alles war machbar, aber am Ende haben wir einen Konsensus bekommen mit der Stadt und dann ist diese tolle Immobilie entstanden. Das ist allerdings... Investor ist ein Privatmann, der hat das Projekt von uns übernommen und dann hat er es einfach mit unseren Architekten fertig gebaut, beziehungsweise wir haben es im Auftrag von ihm fertig gebaut. Okay. Ja. Oder solche Sachen, das ist ein denkmalgeschütztes Gebäude in der Mitte von einem Golf, da haben wir Baurecht geschaffen und ein interessantes Konzept entwickelt und da ist ein Professor zum Beispiel, der baut es um und will er dort will er einziehen. Genau, ja. Fast gut zu einem ja. Professor. Das ist zum Beispiel ein Kloster. Ein Kloster, was wir als Wohnkomplex entwickelt haben, aber mhm. unten mit Serviceparameter. Wir haben unten ein Restaurant, wir haben auch... Wie viele Einheiten sind da drin? Hier haben wir um die 30 Einheiten, mhm. aber wir haben noch hier auch möblierte Zimmer, dass die funktionieren mit dem unten mit dem Restaurant zusammen und alles mit Denkmal alle Wohnungen sind unterschiedlich, aber die sind alle einfach anders schön. Ja. Mhm. Sieht man hier ja, doch, die schöne Proportionen hier
Altbau ist was anderes. Das ist immer spannend, aber mit Altbau muss man auch umgehen können, das kann ich ja. Das ist zum Beispiel auch in Ilenau, die große Psychiatrie, was ich vorher gezeigt habe, das ist jetzt das Kantinengebäude, haben wir umgebaut und hier als Mieter ist das Landratsamt, ja auch eine spannende Geschichte. Das ist zum Beispiel jetzt ein Areal, das ist der Güterbahnhof in Offenburg, genauso wie die alten Kasernen, sehr viele Probleme, Altlasten, Schallschutz, Naturschutz, rechtliche Probleme. Zum Beispiel, es gab Mietverträge von den Wohnungen hier mit Mietrecht auf unserem Grundstück. Ja. Und die waren so alt, mit solchen Sachen musste man sich genau auseinandersetzen. Ja, aber das sind viele, viele Themen, wir haben alle gelöst und jetzt entsteht hier eine tolle Immobilie und vor allem, das ist eine Innenverdichtung. Wir gehen nicht nach außen, wir verbauen keine grüne Wiese, sondern wir retten alte Fläche und daraus machen wir was Schönes. Ja. Und wir verdichten, optimieren, verschönern. Und das ist zum Beispiel eine große Immobilie, bei Stuttgart eine Gewerbeimmobilie, Gewerbepark Frickenhausen, das haben wir erworben und entwickelt und vollvermietet und dann weiterverkauft. Das ist in der Gärtnerei zum Beispiel auch mit anderen Problemen. Alles viele Probleme. Ja, und das ist eine Sägerei. Darf ich fragen, haben Sie deshalb auch diesen, können Sie den mal zeigen, Ihren Aufkleber hier? Und das habe ich vom Stadt Straßburg bekommen. Was heißt ja, das? Weil ja, ich ja. So viele Probleme habe mit Immobilie, oder? Muss man Optimist sein. Wir haben Lösungen zu jedem Problem bis jetzt immer gefunden und bis jetzt haben wir immer eine Lösung für die Projekte, die wir entwickelt haben. Das ist das Logo von Stadt Straßburg und wir sind Partner. Wir arbeiten zusammen mit Stadt Straßburg. Wir sind auch Partner vom Stadt Straßburg und wir haben nochmal eine Beteiligung unten bei dem Stand von Stadt Straßburg, aber hier draußen ist einfach schöner. Ist ja deswegen einfach haben wir einfach ein Boot dazu genommen. Ja. Genau, das sieht man also wiederum an den Beispielen. Es gibt kein Problem, das unlösbar ist. Gerade an die jungen Investoren, die mir immer die Frage stellen mit so Kleinigkeiten, ob die Therme jetzt kaputt ist oder nicht. Da muss man einfach mal den Referenzrahmen richtig setzen und sich mal so ein Gefängnis angucken, wie das mal vorher aussah. Da gibt es ganz andere Probleme, mit denen man sich befassen kann und selbst da. Die Profis finden für alles eine Lösung, wie man sieht. Von dem her. Sie können unsere Referenzen auf unserer Webseite sehen: www.grossmann-grupp. Das sieht man auch hier: Grossmann Group. Und unten sieht man die Webseite. Und da können Sie. Ich verlinke die auf jeden Fall unter dem Video. Ja, alle Projekte live erleben. Habe ich Ihnen noch? Ja. Eine? Ja. Ja, dann gebe ich Ihnen zwei. Diesen. Ja, eine ist bessere Qualität. Unterschiedlich. aber da, hier ist keine Handynummer, das ist der Unterschied. Ja. Ah, okay. Alles klar, super. Mhm. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für die wertvollen Mehrwerte, die Sie uns mitgegeben haben. Das kann ich Ihnen gleich. Und für die tollen Unterlagen und für die tollen Projekte, die Sie zur Weiterentwicklung Deutschlands beigetragen haben. Und ich hoffe, dass Sie in Zukunft weitere gute Deals an Land ziehen können. Ein bisschen schwerer mit der Akquise aktuell, weil das höre ich immer öfter, dass es schwieriger wird, gute Deals zu akquirieren. Das ist so. Der größte Engpass ist aktuell? Bei uns sieht es anders aus, weil wir schon bereits Grundstücke akquiriert haben. Die haben wir im Bestand. Außerdem es ist durch unsere Reputation und unsere Erfahrung, die Gemeinden kommen auf uns zu. Ja. Mit ständig neuen Projekten. Und das sind, wie gesagt, keine typischen Projekte, wo jeder beherrschen kann. Deswegen haben wir eigentlich sehr, sehr viele Projekte. Wir haben genug Projekte. Expertenstatus in der Nische und da geht es immer weiter. Sie würden in Baden-Württemberg was machen, außerhalb von Baden-Württemberg auch? Nein, wir bauen nur oder wir investieren in Baden-Württemberg. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für die Zeit. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ja. Dankeschön für die Einladung auf die Yacht. Gestern haben wir jetzt schon das Interview gemacht, hier oben auf der Yacht. Mit dem Herrn Ivanov von Grossmann. Und jetzt haben wir den Chef noch persönlich getroffen. Freut mich, Sie persönlich kennenzulernen. Hallo. Und Sie haben hier so einen tollen Architektenpreis initiiert. Wollen Sie da mal kurz was dazu sagen vielleicht? Ja, wir sind hier in der Ordenau unterwegs, in Baden. Und machen selbst Architektur und finden, dass Architektur einfach in der Bevölkerung mehr Anerkennung braucht und mehr auf sich aufmerksam machen sollte. Ja. Und deshalb haben wir diesen Preis initiiert. Ja.
die Projekte, die sie selbst umsetzen, sind ja wirklich, wirklich toll. Das Gefängnis vor allem hat mich extrem beeindruckt. Ja, aber weil die Projekte, die wir selber gebaut haben, die dürfen wir da nicht einreichen. Nee? Das haben wir können uns nicht selber prämieren. Ja. Also uns geht es darum, dass wir die Architektur in Baden prämieren und unsere sind leider nicht... Nicht. Stehen nicht zur Debatte, ja. Ja, okay. Wann wird der Preis verliehen? Am 11.10. im Europäischen Forum am Rhein. Das ist ein Gebäude, das wir gerade bauen. Und vom Preis ausgeschlossen. Und vom Preis ausgeschlossen. Und da gibt es ein Theater. Ja. Und in diesem Theater werden wir die Preisverleihung, es wird ein Gala sein, werden wir die vornehmen. Alles klar. Wir haben tolle Sponsoren, wie man hier sieht. Ja. Einige bekannte Firmen dabei. Absolut bekannte, weltbekannte Firma dabei. Und die Jury ist auch top besetzt. Ja. Das Ben van Bergen, Hadi Tehrani, also wirklich Top-Stars in der Architektenszene sind in der Jury. Wenn man da Interesse hat, teilzunehmen und zuzuschauen, gibt es da die Möglichkeit, irgendwie Tickets zu erwerben? Ja, es gibt eine Webseite, die heißt www.badab.com. Für Badische Architekturpreis, badab.de. Okay. Verlinken wir unter dem Video, dann kann man sich da anmelden. Und was gibt's heute Abend? Heute Abend haben wir Party. Aha. Ja. Wir arbeiten jetzt heute noch ein bisschen, haben gestern gearbeitet und heute Abend ist Party bei uns auf dem Boot. Und gibt's irgendwie was zu essen oder sowas? Gibt's zu essen, gibt's zu trinken, ohne Ende. Und so schwäbische Maultasche oder dann eher was Französisches? Ja, wir haben Schwarzwälder Schinken, wir haben Landjäger am Start, Leberwurst, Schwarzwurst. Wir haben Gin aus dem Schwarzwald, wir haben wunderbarer Wein vom Bimmerle. Ja. Alles klar, super. Dann Dankeschön. Ja. Bis heute Abend. Bis heute Abend. Ciao.